Einen schönen Mittwochabend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Nachrichten bei Allgäu TV. Und das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Flüchtling aus Oberstdorf wird abgelehnt. Was passiert mit Gaffer? Die Zukunft entdecken und gestalten. Regionalentscheid von Jugend forscht in Peiting. Und laut, lauter Guckemusik. Lurgemal-Moderatoren erkunden musikalisches Neuland. Wer aus einem sicheren Herkunftsland in Deutschland um Asyl bittet, hat schlechte Karten. Das Gleiche gilt für Straftäter und Identitätsverweigerer, so die Anordnung aus dem Bayerischen Staatsministerium. Die Folge? Die jeweilige Person muss innerhalb von 4 Wochen das Land verlassen. Mitgeteilt wird das dem Asylantragsteller per Post. Einen solchen Brief erhielt auch der Afghane Ghaffar Ahmadi, der in Oberstdorf gerade eine Lehre zum Koch macht. Ein Schock, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Arbeitgeber. Ghaffar Ahmadi ist 19 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Seit dem 15. August 2015 ist er in Deutschland. Einen Monat dauerte seine Reise hierher. Zuerst war er in Rettenberg. Ein Jahr später kam er nach Oberstdorf für seine Ausbildung zum Koch in einem Hotel. Hier wohnt er im Personalhaus. Also mir gefällt das Ausbildungsberuf gut und also alles läuft gut. Ja, und ich mache gerne mit meiner Ausbildung und ich bin glücklich hier. Also mit meinem Beruf und mit Arbeitnehmern, mit Kollegen sind alles gut. Anfang Februar erhielt er einen Brief, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass sein Antrag auf Asyl abgelehnt wurde und er nun 4 Wochen Zeit habe, das Land zu verlassen. Also ja, war natürlich Schock. Den Tag, ich kann nie vergessen. Das war für mich eine, also ganz anderes Tag, kann man sagen. Ja, es war echt eine Schock. Und ja, es ist schwierig, wenn man kommt seit einem Monat, also einreist unterwegs. Also viele schlimme Sachen passiert und viele Probleme gehabt unterwegs, ja. Ja gut, das war, wir waren alle ganz entsetzt, gell? Der Junge saß draußen in der Halle und wir sind alle um ihn rumgestanden und haben ihn erstmal getröstet, weil er ziemlich unglücklich war halt, gell? Und dann haben wir gesagt, wir müssen was unternehmen, das können wir einfach nicht zulassen. Und dann haben wir das Schreiben genau gelesen, stand drin, dass man Einspruch erheben kann und dann haben wir das auch gemacht. Also immer halt sein Betreuer kümmert sich da sehr liebevoll auch um ihn. Und wir haben dann eben auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet, gibt es zum Glück einen in Oberstdorf, und der sich jetzt auch einsetzt, dass eben der Einspruch erhoben wurde. Sowohl Hotelchefin Helga Filser-Nusspickel als auch Ghaffars Ausbilder Thomas Stoß hoffen nun, dass Ghaffar bleiben kann. Ja, wenn ich gehen musste, das ist für mich sehr schwierig. Natürlich, ich bin sehr traurig, weil in Afghanistan, alle wissen schon, gibt keine Sicherheit. Und täglich jede Städte, also Bombe oder sowas explodiert, immer viele Menschen sind gestorben, ja. Also ich will hier natürlich bleiben und hier meine Ausbildung weitermachen, also hier eine gute Zukunft bauen. Aber wie ist die Rechtslage? Gibt es eine Möglichkeit, dass Ghaffar auch ohne genehmigten Asylantrag bleiben darf? Wir haben beim Bayerischen Innenministerium nachgefragt und diese Antwort erhalten. Abgelehnte Asylbewerber, die bereits eine qualifizierte und staatlich anerkannte Berufsausbildung während des laufenden Asylverfahrens aufgenommen haben, fallen regelmäßig unter den Anwendungsbereich der sogenannten 3-plus-2-Regelung und brauchen daher keine Abschiebung zu befürchten. Das heißt, nach seiner 3-jährigen Ausbildung könnte er noch 2 Jahre sicher arbeiten. Vorausgesetzt, Afghanistan zählt nicht als sicheres Herkunftsland. Und das tut es auch nicht, wie unsere Nachfrage beim Bayerischen Staatsministerium ergeben hat. Als sichere Herkunftsländer gelten derzeit unter anderem Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana und andere. Aber eben nicht Afghanistan. Für Helga Filser-Nusspickel heißt das aufatmen. Weil wir einfach Angst um ihn haben, weil wir ihn ja nicht nur als Arbeitskraft sehen, wir haben ihn wirklich ins Herz geschlossen, alle miteinander hier im Hause, und es wäre uns ganz furchtbar, wenn wir den jetzt abschieben und mit dem Gedanken, dass er vielleicht dort entweder von den Taliban rekrutiert wird oder noch Schlimmeres mit ihm passiert. Auch für Ausbilder Thomas Stoß wäre es schlimm, wenn Ghaffar gehen müsste. Er ist froh, einen so zuverlässigen Azubi zu haben. Ja, weil wir eigentlich in den letzten Jahren in der Gastronomie Probleme haben, Auszubildende zu bekommen für die Küche oder auch den Service. Und eben mit diesen Flüchtlingen, wo jetzt in Deutschland sind, und sehe ich da schon eine Chance drin, wenn die sich integrieren und den Beruf erlernen wollen, ist das für uns natürlich auch eine Bereicherung.
Gafar ist erleichtert und freut sich sehr, denn er kann in Ruhe seine Ausbildung weiterführen. Und auch Thomas Stoß kann sich freuen, denn nach seiner Ausbildung hat Gafar eine Übernahme als Koch sicher. Und wir hoffen für Gafar auch, dass es so bleibt, da uns auch Meldungen von Abschiebungen in vermeintlich sichere Regionen Afghanistans erreichen. Ganz anderes Thema. Immer wieder haben wir in den vergangenen Jahren über sogenannte Reichsbürger in unseren Nachrichten berichtet. Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht anerkennen und sich damit auch nicht an die Gesetze in unserem Land halten wollen. Dabei fordern Reichsbürger oftmals einen sogenannten Staatsangehörigkeitsausweis an, den gelben Schein, um diesen als Ausweisersatz zu benutzen. Im Landkreis Oberallgäu sind im vergangenen Jahr auffallend viele dieser gelben Scheine beantragt worden. Die gelben Scheine sind auch für Studenten ausländischer Hochschulen oder beim Eintritt ins Beamtenverhältnis nötig. Auch Beusterlangs Rathauschefin Monika Zeller und mehrere Gemeinderäte haben einen solchen Schein beantragt und sind jetzt dafür in die Kritik geraten. Zeller gab an, aus reiner Neugierde gehandelt zu haben. Ich wollte sehen, wie der Schein aussieht und was da draufsteht, so ihre Erklärung. Zudem distanzierte sie sich von den sogenannten Reichsbürgern und verwies darauf, dass sie einen Eid geschworen habe und die Bundesrepublik nicht ablehne. Wir sind gleich mit weiteren Nachrichten zurück und gehen jetzt kurz in die Werbung. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen, Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen, direkt an der A8 und der B2, mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Kauf im Allgäu, das Portal für Händler und Dienstleister im Allgäu. Online suchen? Vor Ort kaufen. Finde schnell und einfach die Geschäfte, die genau das haben, was du suchst. Und kauf es direkt in deiner Region. Online suchen, vor Ort kaufen. Kauf-im-allgäu.de. Jahrelang litt ich an Schmerzen in Gelenken und im Rücken. Einfache Dinge waren für mich eine Qual. Dann habe ich Rubax Gelenknahrung entdeckt. Rubax Gelenknahrung ist ein einzigartiger Mikronährstoffkomplex, der Ihre Gelenke, Knorpel und Knochen mit der richtigen Nahrung versorgt. Seitdem kann ich mich wieder schmerzfrei bewegen. Ich trinke meine Gelenke einfach gesund. Rubax Gelenknahrung, jetzt neu mit Bioperin. Die erste Allgäuer Kochsendung für die Region. Leckere regionale und saisonale Rezepte zum Nachkochen und Genießen. Heimatschmankerl, so schmeckt das Allgäu. Heimatschmankerl, so schmeckt das Allgäu. Wird Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus und der Allgäuer Küchenwelt. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. Und das sind die Meldungen vom 22. Februar. Weil er seine Shisha-Bar in Buchloe angezündet haben soll, muss ein 36-jähriger Barbesitzer 5 Jahre in Haft. Das Landgericht in Kempten sah es als erwiesen an, dass er die Bar angezündet hatte, um die Versicherungssumme zu kassieren. Die Shisha-Bar wurde damals in erheblichem Maße zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Autowerkstatt und ein bewohntes Zimmer im Gebäude konnte die Feuerwehr gerade noch verhindern. In dem Zimmer schlief zum Brandzeitpunkt ein 48-jähriger Mann. Er blieb unverletzt. In über 91% der Notfälle wird im Unterallgäu die 12 Minuten Hilfsfrist eingehalten. Darauf weist jetzt Franz Josef Pschierer als CSU-Landtagsabgeordneter hin. Damit liegen die Werte in der Region deutlich über dem Schwellenwert von 80% aller Notfälle.
Was das Ergebnis für den Wunsch der Bad Wörishofer nach einer 24-Stunden-Rettungswache bedeutet, ist noch unklar. Der zuständige Zweckverband will in diesem Jahr eine eigene Untersuchung zum Thema starten. Erst dann werde entschieden, wie es in dem Kurort weitergeht. Im Kleinwalsertal hat heute die zweite Bauphase im Skigebiet Ifen begonnen. Dort war bereits im letzten Jahr die alte Olympiabahn gegen einen Sechser-Sessellift ersetzt worden. Heuer sollen die beiden Ifenbahnen und die Hahnenköpflebahn erneuert werden. Auch das Bergrestaurant soll neu gestaltet und vergrößert werden. Insgesamt gibt die Skigesellschaft Links der Breitach für die Umbauten etwa 40 Millionen Euro aus. Die Eröffnung der neuen Bahnen ist im Dezember geplant. Bad Hindelang setzt seinen Wachstumskurs im Tourismusbereich fort. Wie die Oberallgäuer Gemeinde heute mitteilt, stieg die Zahl der Übernachtungen im letzten Jahr auf 1,1 Millionen. Das ist im Vergleich zu vor 10 Jahren ein Plus von 42%. Die Zahl der Gästeankünfte lag im letzten Jahr bei über 225.000. Insgesamt macht Bad Hindelang jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro mit dem Tourismus. 80% der Wertschöpfung im Ort stammen aus dieser Branche. Touristische Schwerpunkte sind vor allem die Themen Wandern, Winter und Gesundheit. Seit 2011 ist Bad Hindelang als allergikerfreundliche Gemeinde bekannt. Für die vor einem Jahr geschlossene Schlossbergklinik in Oberstaufen gibt es noch immer keinen Käufer. Insgesamt hätten sich im letzten Jahr etwa 30 Interessenten gemeldet, so ein Sprecher. Die meisten hätten aber wieder abgesagt. Im Rennen ist offenbar noch ein Investor aus China, der in Oberstaufen eine Klinik für smoggeplagte Chinesen errichten möchte. Ein konkretes Konzept liege aber noch nicht vor. Für die Gemeinde ist außerdem eine touristische Nutzung des Gebäudes denkbar, beispielsweise als Hotel. Wann Vollzug gemeldet werden kann, ist allerdings noch unklar. Elektroautos parken in Lindenberg künftig kostenlos. Das hat jetzt der Stadtrat beschlossen. Die Räte wollen damit ein Zeichen für die Elektromobilität setzen. Schilder sollen auf die neue Regelung aufmerksam machen. Demnach benötigen die E-Autos demnächst nur noch eine Parkscheibe. Von den knapp 50.000 registrierten Pkw im Landkreis Lindau fahren 63 mit Strom. Die auf dem Gebiet des bisherigen Eichwaldbades geplante Lindauer Therme bekommt weiteren Widerstand. Eine Bürgerinitiative will den Bau des Bades in der jetzt vorgesehenen Form verhindern. Das vorgesehene Gebäude mit einer Länge von 150 Metern parallel zum Badestrand und einer vorgesehenen Höhe von 10,5 Metern zerstöre das Landschaftsbild am Bodenseeufer und widerspreche sämtlichen seit Jahrzehnten für den Uferbereich gültigen nationalen und internationalen Festsetzungen. Es führe zusammen mit den Parkplätzen zu einer massiven Störung von Mensch und Tier in einem sensiblen Gebiet. Die Bürgerinitiative will deshalb einen Baustopp erreichen. Auf der A7 bei Betzigau ist gestern Abend ein Auto in Brand geraten. Der 50-jährige Fahrer hatte Rauch im Fahrzeuginneren bemerkt. Er hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen an und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bekommen. Ohne Erfolg. Erst den Feuerwehren Kempten und Betzigau gelang es, das Feuer zu löschen. Die Autobahn musste dafür etwa eine Stunde gesperrt werden. Neben dem Auto selbst wurden auch die Fahrbahn und die Leitplanke beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. In Pfronten sind in den letzten Tagen wieder Bettler gemeldet worden, die von Haus zu Haus gehen und um Geld bitten. Die Polizei weist darauf hin, dass Betteln nicht grundsätzlich verboten ist. Werden die Bettler allerdings aufdringlich oder spiegeln falsche Tatsachen vor, könne das eine Strafanzeige nach sich ziehen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. Das Kaufbeurer Eisstadion wird etwas teurer als ursprünglich veranschlagt. Der Verwaltungsrat hat das Budget für den Neubau jetzt auf rund 23,9 Millionen Euro erhöht. Ursprünglich war mal von guten 22 Millionen Euro die Rede. Ein Grund für die Kostenerhöhung ist unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem benachbarten Hallenbad im Bereich Energie. Dadurch steigen zwar die Baukosten kurzfristig, gleichzeitig würden aber beide Seiten zum Beispiel durch günstigere Energiekosten langfristig profitieren, so die Verantwortlichen. Die Eröffnung des Eisstadions ist für September geplant. Ein 36-jähriger Ostallgäuer muss sich demnächst wegen unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei ein Gewehr samt dazugehöriger Munition. Der Mann hatte die Waffe vor einiger Zeit legal in Österreich erworben. Verboten war allerdings, das Gewehr samt Munition mit nach Deutschland zu nehmen.
Gegen den 36-Jährigen wird jetzt ein Strafverfahren eröffnet. Nach dessen Ende werden Waffe und Munition vernichtet. Die Polizei im Kleinwalsertal hat jetzt einen Mann wegen insgesamt 5 Einbruchdiebstählen festgenommen. Der 23-Jährige soll im November in Rietzlern, Mittelberg und Hirschegg in Hotels, Ferienwohnungen und in eine Kapelle eingebrochen sein. Außerdem sprach er in Hotels vor und gab an, Arbeit oder ein Zimmer zu suchen. In unbeobachteten Augenblicken stahl er dann beispielsweise Trinkgeldkassen oder Sparschweine. Insgesamt erbeutete er so etwa 3.800 Euro. Der Mann ist geständig. Die Bauarbeiten für die Raststätte am Grenzübergang Hörbrands bei Lindau sollen so bald wie möglich beginnen. Im Herbst waren die alten Gebäude abgerissen worden. Sobald der Winter vorbei ist, soll mit dem Bau der neuen angefangen werden. Die Eröffnung ist dann für Sommer 2018 geplant. Und das waren die Meldungen. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Die Handwerkskammer für Schwaben. Für ein starkes Handwerk. In der heutigen Nacht bleiben die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Der Himmel über den meisten Gebieten ist stark bewölkt, es bleibt aber trocken. Am Vormittag bleibt es bewölkt, ansonsten scheint hin und wieder auch die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 und 13 Grad im gesamten Allgäu. Auch am Nachmittag bleibt der Himmel bewölkt. In den meisten Gebieten wird es dann um 1 bis 2 Grad wärmer, ansonsten bleibt alles wie am Vormittag bewölkt und nicht wärmer als 15 Grad. In den Skigebieten wird es bis zu 80 cm Schnee auf dem Berg und bis zu 50 cm Schnee im Tal haben. Die meisten Gebiete sind bewölkt, hin und wieder scheint aber auch dort die Sonne. Auf dem Berg hat es 4 bis 10 Grad, im Tal sogar 9 bis 12 Grad. Am Freitag wird es regnen und bewölkt sein. Die Temperaturen steigen nicht über 4 Grad. Zum Start ins Wochenende ist es nur noch teilweise bewölkt und der Regen hört auf. Ansonsten wird es auch nicht wärmer. Am Sonntag scheint dann wieder die Sonne und es wird bis zu 10 Grad warm. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Welche Techniken, welche Hilfsmittel werden uns vielleicht mal den Alltag erleichtern? Das sind typischerweise die Fragen, mit denen sich die Teilnehmer bei Jugend forscht oder Schüler experimentieren alljährlich beschäftigen. Bis morgen werden in Peiting bei Schongau die Sieger für den Regionalentscheid im Voralpenland gesucht. Wir konnten uns für Sie dort ein wenig umsehen. Bestes Wetter beim Regionalentscheid Jugend forscht und Schüler experimentieren heute in Peiting. 86 Teilnehmer haben sich dafür gemeldet. Ihre Arbeiten stehen in diesem Jahr unter dem Motto Zukunft, ich gestalte sie. Die Patenschaft für den Wettbewerb übernimmt mit Hörbiger seit Jahren ein dort ansässiges Industrieunternehmen. Diese stellt auch die Jury und die Wettbewerbsleitung. Die Kriterien sind reine Qualitätskriterien. Das, was die Teilnehmer selber gemacht haben, wird bewertet eben nach Innovation, bei Erfindungen, in der Technik ist das ganz häufig der Fall, oder eben nach wissenschaftlichem Gehalt. Also das Niveau ist wie jedes Jahr eigentlich sehr hoch. Die Teilnehmer sind ja wirklich teilweise erst 10 Jahre alt, hinauf bis 19, 20 Jahre alt. Aber auch die Kleinsten, die haben wirklich schon tolle Ideen und vor allem mit einem Qualitätsanspruch, den man so also selten in dieser Altersklasse findet. Das ist schon herausragend. Allgäuer Teilnehmer sind beim Wettbewerb traditionell stark vertreten. Ein Beispiel dafür ist das Team des Gymnasiums Lindenberg. Sie haben bei Schüler experimentieren einen funktionstüchtigen Roboter aus Lego eingereicht, der auch noch kochen kann. Also wir haben hier einen Mainzans-Roboter gebaut, der Crepes von selber backt als Küchenhelfer. Ja, wir haben halt gedacht, das wäre ja mal lustig, sowas für Küche machen, wenn spontan Besuch kommt, dass man einfach selber nicht mehr viel machen muss, nur noch den Teig anrühren, den in den Roboter reintun und dann einfach auf Start drücken kann und dass dann der fertige Crepe einfach rauskommt und man den servieren kann.
Die sind einfach freier und haben einfach keine Gedankenschranken, weil sie sich nicht so sehr über die Machbarkeit, über die Kosten Gedanken machen, als jetzt vielleicht Erwachsene, die hier doch vielleicht mehr Erfahrung mitbringen und sich einfach aufgrund ihrer eigenen Lebenswelt diese Beschränkungen schon auferlegen. Ziel des Wettbewerbs ist es vor allem, Kinder und Jugendliche für die sogenannten MINT-Fächer zu begeistern. MINT, das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Einen interessanten Beitrag dazu haben unter anderem Schüler der Realschule Füssen geleistet. Wir haben hier ein solarunterstütztes Elektro-Longboard. Das heißt, dass das Longboard elektrisch angetrieben ist und dass die Energie, die dazu benötigt wird, auch durch Solarzellen erzeugt wird. Man kann damit fahren. Praxistauglich bedingt, wenn die Akkus leer sind, muss man sich entweder hinsetzen und das laden oder man muss das Ding tragen und danach hat man einen Muskelkater. Die Füssener hoffen, mit ihrem Wettbewerbsbeitrag einen der begehrten vorderen Plätze zu ergattern. Sollten sie am Ende ganz vorne liegen, winkt die Teilnahme in der nächsten Runde. Ein Siegerplatz ist automatisch ein Platz am Landeswettbewerb Bayern und somit eine Eintrittskarte in diesen Wettbewerb. Und dann am Landeswettbewerb hat er nochmal die Chance, sich zu beweisen oder sie und, oder die Gruppe. Ja. Und dann können sie natürlich noch weiter bis zum Bundeswettbewerb die höchste Stufe kommen. Zwei Dinge haben sich die letzten Jahre überall Schwerpunkte der Teilnehmer herauskristallisiert. Zum einen ist es das ganz praktische Lösen von kleinen und großen Alltagsproblemen. Das andere ist die Frage, wie ressourcenschonend mit Energie umgegangen werden kann. Ein Trend, der sich auch angesichts hoher Strom- und Benzinkosten vermutlich die nächsten Jahre noch weiter fortsetzen dürfte. Der sogenannte grüne Sack wird im Allgäu möglicherweise in Zukunft gelb. Soll heißen, dass Sie Joghurtbecher, Tetrapacks und Kunststoffflaschen zwar weiter fleißig aussortieren und sammeln dürfen, sie anschließend aber nicht zum Wertstoffhof bringen müssen. Denn wenn die Entscheidung für den gelben Sack fallen sollte, dann wird eben genau dieser Verpackungsmüll auch bei uns künftig in regelmäßigen Abständen abgeholt. Eine Entscheidung in dieser Sache wird Ende März erwartet. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit unseren Lurgemoll-Moderatoren. So, hallo, herzlich willkommen beim Ritterreise zu Kirchberg. Jetzt geht's los, kommt rein, lasst euch heute Abend gut bewirten und unterhalten. Während Hoss die Oberpfeife, ja, so ist sein Künstlername, das Publikum zum Ritteressen zu Kirchberg persönlich begrüßt, laufen in der Küche die Vorbereitungen für das große Festbankett. Als erster Gang wird heute Abend Krustenbraten und Schweinshaxe aufgetischt. Die Knödel, genauso wie alles andere auch, sind hausgemacht und aus regionalen Zutaten. Und dann wird das rustikale Mahl für die über 100 Gäste kredenzt. Insgesamt finden im Saal bis zu 200 Ritter, Knappen und Burgfräulein Platz. Ideal für Junggesellenabschiede, Vereins- und Betriebsfeiern. Aber auch einzelne Personen oder kleine Gruppen können sich zu dem Event mit 6-Gänge-Menü anmelden. Weiter kommt dann Gebratenes vom Geflügel mit Boderbieremus. Das Boderbieremus ist ein Kartoffelbrei, wo ein bisschen rustikal gemacht wird mit Röstzwiebeln und so. Dann kommt noch ein Schnaps dazwischen rein, zur Verdauung natürlich, dass man das Ganze wieder ein bisschen rutschen kann, dass wieder was Platz hat. Dann kommt noch der Bratapfel mit getränkten Waldbeeren. Und zwischendrin gibt es immer wieder Spiel, Witz und Musik mit Hoss der Oberpfeife. Das Ritteressen zu Kirchberg, für die Besucher immer ein Spektakulum. Ganz oben, Obertauern. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de.
Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 24. Februar trifft der ESVK auf die Star Bulls Rosenheim. Bulli ist um 19.30 Uhr in der Sparkassenarena Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Lauter Guggemusik. Sie gehört mindestens genauso zu der alemannischen Fasnacht wie das Konfetti. Wo die Hausemer Guggemusik auftritt, tobt der Saal und die Stimmung brodelt. Schon seit 30 Jahren sind die Hausemer in diesem speziellen musikalischen Genre unterwegs. 20 bis 30 Auftritte spielen sie während der Fasnachtzeit und einen haben sie mit den beiden Lurgemoll-Moderatoren Thompson und Marte gespielt. Jetzt wird geschminkt oder besser gesagt lackiert. Die Jungs von der Hausemer Guggermusik haben die Vorbereitungen für ihre Auftritte optimiert. Mit Airbrush-Pistolen schießen sie sich die Farbe ins Gesicht. Jetzt wird erst einmal die Grundierung auftragen, das ist also grau und weiß. Manche haben bloß grau, manche haben bloß weiß, das ist jedes Mal wieder unterschiedlich. Das ist so der erste Schritt und sobald die Grundierung dann getrocknet ist, machen wir weiter mit der anderen Farbe und mit der Schablone. Die rund 40 Männer der Guggermusik treten heute beim Mädleball in Kanzeck auf. 40 ist nahezu Vollbesetzung. Trotz der optimierten Schminktechnik dauert es über 2 Stunden, bis alle fertig sind. Und die beiden Chaoten von Losermoll, naja, sagen wir, beschleunigen die Vorbereitungen nicht gerade. Weiß und Silber, das habe ich mir überlegt. Oh ja. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut kann wie sonst schon mal, oder? Ui, ach du liebes Lieschen. Ich glaube, das wird schon wieder so ähnlich wie das letzte Mal. Achso, das hätte ich gesagt. Machen wir die Augen auf. Jaube! Und, was sagst du? Ja, ich würde sagen, richtig gut. Haben sie gut gemacht. Also die Grundierung von Martha war ja eh schon super gut. Ich glaube, da brauche ich heute noch 3 Stunden, bis ich das Zeug wieder rab habe. Das spannt brutal. Voll, das merkst du die ganze Zeit. merkst du die ganze Zeit. Und so gut geschminkt kann es losgehen zum Auftritt nach Kranzeck. Wie der Abend für die Guggermusiker und die beiden Jungs weitergeht, sehen Sie in der aktuellen Folge von Lurgemoll. Die neue Ausgabe von Lurgemoll sehen Sie erstmals heute Abend 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und 22.30 Uhr. Und im Laufe der Woche wird die Sendung mehrfach im Programm wiederholt. Wann genau, erfahren Sie auch auf unserer Homepage. Dort finden Sie nämlich auch das Allgäu-TV-Programmschema. Schauen wir noch auf morgen. Morgen ist ja gumpiger Donnerstag und da werfen wir uns natürlich ins Getümmel und morgen Abend gibt es sicherlich bunte Bilder dazu. Ich freue mich, wenn wir uns dazu wiedersehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.